Das war das, was ich noch für sie tun konnte. Und ich habe keine Sekunde gezweifelt, dass ich dies tun würde. Tod, Abschied und der Dualseelenprozess. In letzter Zeit habt ihr gemerkt, es sind relativ wenige Videos gekommen. Und es lag zum einen daran, dass ich tatsächlich sehr viel zu tun hatte. Und die Zeit, wo ich nichts zu tun hatte, die habe ich verbracht mit dem Tod meiner Mutter, der vor einigen Tagen eingetreten. Ich habe in diesem Zusammenhang einige Beobachtungen gemacht. Beobachtungen, die den Dualseelenprozess betreffen und den Tod. Nun, in diesem Fall ist nicht meine Dualseele gestorben. Und trotzdem ein Mensch, der mir sehr, sehr nahe ist. In diesem Video geht es darum, was geschieht, wenn du in diesem Schmerzauflösungsprozess bist. In diesem Prozess, der deine Entwicklung enorm voranbringt und dir dann etwas begegnet, was in der normalen Welt als ein totaler Schicksalsschlag gilt. Ich habe schon oft solche Dinge gesagt, wie das in mir Frieden ist. Frieden meine ich nicht Gleichgültigkeit im Sinne, dass mir alles egal ist. Aber es tritt eine Gleichgültigkeit in dem Sinne ein, dass alle Ereignisse gleichgültig sind. Das bedeutet nicht, dass du keine Präferenz mehr hast. Dass du sagst, okay, dieses Ereignis ist genauso gut wie jedes andere. Aber es tritt ein Frieden mit dem ein, was ist. Weil alles, was ist, in gleicher Weise gültig ist. Als ich die Nachricht erhielt, dass meine Mutter im Sterben liegt, habe ich tatsächlich alles stehen und liegen lassen. Ich habe den nächsten Flug gebucht und habe dann meine Kinder eingepackt und wir sind noch einmal Oma besuchen gegangen. Sie besuchen, um Abschied zu nehmen. Um das noch zu sagen, was zu sagen ist. Und auch für meine Kinder, damit sie sich mit dem Thema Tod auseinandersetzen können. Und gerade wenn es eben die eigene Großmutter betrifft. Es ist häufig so, so wird es uns erzählt und wir kennen auch Beispiele, wo Menschen von dem Tod aus nahen Verwandten betroffen werden und ihnen dann der Boden unter den Füßen weggezogen. Und die Eltern sind sicherlich die Personen, die einen nach den Kindern am nächsten sind. Und tatsächlich wäre das vor einigen Jahren passiert, hätte es mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich bin nicht gefühllos geworden, ganz und gar nicht. Aber was jetzt geschah an dem Totenbett meiner Mutter war, tatsächlich, dass ich einen Frieden verspürte und dass ich für mich feststellen konnte, dass es nichts mehr zu bereden gibt. Es gab nichts mehr zu sagen. Es gab nichts mehr zu sagen, weil ich die Themen, die ich mit meiner Mutter hatte, abgeschlossen habe. Tatsächlich rührte sich kein Schmerz mehr, sondern einfach nur ein Gefühl von Abschied auf Zeit. Als ich auf dem Weg zu ihr alles stehen und liegen ließ, da geschah das auch nicht in Panik, sondern da war einfach das Gefühl, das mir sagte, es ist tatsächlich kaum noch Zeit da. Und es ist wichtig, Abschied zu nehmen, solange sie noch lebt. Das war das, was ich noch für sie tun konnte. Und
Ich habe keine Sekunde gezweifelt, dass ich dies tun würde. Der Wunsch meiner Mutter war es, ohne lebensverlängernde Maßnahmen sterben zu dürfen. Und diesem Wunsch, dem wurde auch entsprochen. In mir war kein Aufbäumen dagegen. Keinem dem unvermeidlichen Trotzen. Kein Wunsch, vielleicht noch ein paar Tage, ein paar Stunden dran zu hängen. Sondern da war eine Klarheit, die sagte, es ist jetzt einfach zu Ende. Man kann nichts anderes tun, als das zu akzeptieren. Ein einfaches Annehmen, was ist. Mir ist eines klar, wenn das einige Jahre früher passiert wäre, dann hätte es mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Der Grund dafür wäre gewesen, ich habe diese Dinge gespürt, ich hatte Angst davor, dass das passieren würde, ja, wissend, dass es unvermeidlich ist. Der Grund dafür wäre gewesen, dass mein inneres Kind mit seiner Mutter, mit seiner inneren Mutter, keinen Frieden geschlossen hatte. Erst nachdem das geschehen ist, erst nachdem all diese Schmerzthemen, all diese Auseinandersetzungen, all diese Erniedrigungen, all diese Dinge, die im Erziehungsprozess nun mal passieren, unvermeidlich, erst als die aufgelöst waren, konnte das Loslassen auf eine ganz einfache Weise geschehen. Es konnte geschehen, weil da eine Liebe ist, auf einer spirituellen Ebene, aber nicht auf der Ebene einer emotionalen Abhängigkeit. Es sind unsere Themen in uns, die diese emotionale Abhängigkeit erzeugen und die dann zu einem Festkrallen führen, die dazu führen, dass der Tod der Eltern zu einer unendlichen Trauer wird. Bei manchen, die eine sehr schlechte Beziehung hatten, wird es vielleicht zu einer Erleichterung oder zu einer Genugtuung oder sonst irgendwas. Aber auch das sind Themen. Und ein anderer Grund dafür, dass Menschen in Verzweiflung geraten, ist tatsächlich ihre Identifikation mit ihrem Körper. Wenn du dein Körper bist, dann ist der Tod des Körpers dein Ende. Aber auch nachdem die Todesnachricht meiner Mutter eintraf, konnte ich ganz klar fühlen, dass die Verbindung immer noch besteht. In meinem Innern war sie nicht gestorben. Sie lebt bis heute fort. Und das meine ich nicht als Einbildung, nicht als kindlicher Wunsch. Dieses Leben müsste verlängert werden, sondern einfach als Empfindung, dass sie noch da ist. Genauso lebendig wie vorher auch, nur eben nicht als Körper, sondern als Bewusstsein. Im Gegensatz zu den Menschen, die einfach nur einen Glauben haben, ich möchte das hier nicht abwerten, aber einen Glauben haben, der vor allen Dingen im Kopf stattfindet, aber nicht gefühlt wird, die dann trotzdem diesen riesigen Schlag verspüren, eben weil sie durch den Tod eines Menschen mit ihrem eigenen Tod konfrontiert sind, der dann tatsächlich gefühlt das Ende bedeutet. Ganz egal, was im Verstand abläuft. Aber nicht im Glauben, sondern in der Gewissheit und auch in der Gefühltheit dessen, dass die Menschen, die sterben, immer noch da sind. Fühlbar da sind. Gibt es diesen Schock nicht? Wie der Evolutionsbiologe Dawkins, durch einige Bücher bekannt, als absoluter Atheist, ja, man will sogar sagen Antitheist, richtig feststellte, ist der Glaube an Gott und an metaphysische Zusammenhänge tatsächlich ein Vorteil. Ja, er sagte sogar, es ist ein Vorteil im evolutionsbiologischen Sinne. Und es ist auch ein Vorteil im gewöhnlichen Leben.
Denn wenn du angebunden bist nach oben, dann bist du nicht mehr frei manipulierbar. Man kann dich nicht mehr in Panik versetzen. Der Tod ist ein Ereignis im Leben, aber nicht das Ende des Lebens. Der Körper stirbt, aber deine eigene Existenz ist gerade deswegen gesichert, weil du außerhalb des Körpers weiterhin existierst. Es dann nichts mehr gibt, was dich töten kann. Es gibt außerhalb des Körpers keinen Hunger, keinen Durst, kein Ringen nach Atem. Das ist alles verschwunden. Alle Bedürfnisse, die wir hier haben, sind im Wesentlichen körperlich. Unser Körper braucht Pflege. Unsere Seele braucht die nicht. Unsere Emotionen, unsere Psyche, die braucht vielleicht was. Aber etwas wie Seelenpflege, wie es Rudolf Steiner benannte, das existiert meiner Ansicht überhaupt nicht und ist auch völlig überflüssig. Die Seele als solche macht doch keine Entwicklung durch. Und sie lernt in diesem Sinne nicht, sondern das, was wir als Bewusstseinserweiterung, das, was wir als Lernen im karmischen Sinne oder im metaphysischen Sinne bezeichnen, das ist mehr ein Wiedererkennen, ein sich erinnern an das, was wir schon sind. Gibt es nichts, was wir hinzufügen oder wegnehmen können. Und wohlgemerkt, ich bin weit, weit weg von den Leuten, die sowas sagen wie: Oh, deine Mutter ist tot, mach doch nichts, der Tod ist eine Illusion. Nein, das ist ein schweres Missverständnis. Wer so redet, der hat überhaupt nichts kapiert. Der hat nichts kapiert und er fühlt noch weniger. Das klingt zwar spirituell, ist aber nur ein dummes Konstrukt des Verstandes. Denn darum geht es überhaupt nicht. Denn die Tatsache, die für mich feststehende Tatsache, dass es den Tod im Sinne der Vernichtung der Existenz nicht gibt, nimmt dem Tod sein Sein nicht. Es gibt ihn im Sinne der Beendigung des körperlichen Lebens. Und das ist genau eines der Themen, die uns im menschlichen Sein tatsächlich viel Zeit und viel Nerven kostet. Es genügt nicht, den Tod wegzuerklären. Es genügt nicht, ein theoretisches Konzept darüber zu legen, indem man erklärt, dass derjenige, der trauert, einfach nur dumm ist oder unbewusst. Sondern es ist nicht das Sterben, was uns den Boden den Füßen wegzieht. Es ist die Illusion des Materialismus und es ist die emotionale Abhängigkeit, verursacht durch ungelöste Konflikte mit den Elternfiguren oder mit jenem Menschen, der uns tatsächlich nahe ist. Und es ist das ungelöste Thema mit dem eigenen Tod. Und wohlgemerkt, ich rede hier auch nicht davon, die Trauer zu verdrängen oder irgendwie sowas. Ich rede hier nicht davon, Dinge nicht fühlen zu wollen. Das sind alles Dinge, die völlig in die Irre führen. Ich rede davon, dass du in diesem Fühlen deine Verzweiflung, deine Trauer, deine Ungewissheit und deine Zweifel bezüglich des Lebens als Mensch aufgelöst hast. Dieser tiefe Schmerz war deswegen nicht da, weil ich ihn schon vorher durchfühlt hatte, in so einer Tiefe, wie es kaum jemand tut. Klar, die Menschen erklären dich für verrückt, wenn du sowas tust. Warum setzt du dich dem aus? Warum? Ja, genau deswegen. Weil es ohnehin unvermeidlich ist. Es ist genau diese Arbeit, die den Schmerz aus den Schicksalsschlägen nimmt.
Schicksalsschläge, die unvermeidlich sind, aber nur dann schmerzhaft, wenn du den Schmerz noch in dir trägst. Es ist ein ganz einfacher Zusammenhang. Und nun bist du in deinem Dualseelenprozess. Der Punkt ist, innerhalb dieses Prozesses, ohne dass du was tun kannst, kommt eben der große Schmerz hoch. Und du kannst dich jetzt entscheiden, ihn wieder abzuweisen. Jetzt, wo er gerade da ist. Und du ihn bearbeiten könntest. Oder du kannst dich entscheiden, ihn tatsächlich zu bearbeiten. Tatsächlich hindurchzugehen. Ihn tatsächlich zu durchfühlen. Denn wenn du es bewusst machst, dann musst du es nur einmal tun. Und nicht mit jedem Schicksalsschlag, mit jedem Ereignis nochmal neu. Denn in dieser Situation wirst du, wenn du nicht gelernt hast, die Dinge tatsächlich zu durchfühlen, wieder mit Abwehr reagieren, es wieder ablocken, es wieder ins Unbewusste schieben. Es wird dadurch Macht über dein Leben gewinnen. Alle Gefühle, die du nicht bearbeitet hast, haben Macht über dein Leben. Und das ist etwas, das stelle ich tatsächlich immer wieder fest. Wenn etwas blockiert ist, wenn ich etwas nicht machen kann, wenn ich etwas vor mir herschiebe, dann hat das seinen Grund darin, dass etwas, was ich schon längst hätte fühlen sollen, immer noch unbearbeitet ist. Und dann seine Macht über mich entfaltet. Weil im Dualseelenprozess aber wirklich jeder Schmerz hochkommt. Und tatsächlich in einer schier unendlichen Tiefe bereinigt wird, ist das deine Gelegenheit, ein Leben in Glück und Frieden aufzubauen, weil dieser ganze Schmerz verschwindet. Was gleichzeitig verschwindet, ist die Identifizierung mit deinem Körper und die Identifizierung mit materiellem Besitz. Wenn du zum Beispiel in diesem Prozess bist und es bearbeitet hast, und du verlierst tatsächlich all deinen Besitz, kann immer passieren, wirst du darüber keinen großen Schmerz haben. Du wirst dich trotzdem um die Probleme kümmern, die jetzt anliegen. Zum Beispiel, du brauchst eine neue Wohnung, weil deine alte nicht mehr da ist. Ja, du wirst dich trotzdem drum kümmern, aber nicht in Verzweiflung, nicht in Angst, sondern du wirst einfach die Schritte machen, die notwendig sind. Und selbst wenn sie scheitern, dann sind sie eben gescheitert und du wirst in diesem Scheitern viel, viel besser zurechtkommen. Auch weil du weißt, dass dieses Scheitern nur eine Aufforderung deines Lebens ist, nochmal genau hinzuschauen, ob du tatsächlich auf dem richtigen Weg bist. Das ist nicht ein Unglück, das über dich herrollt. Genauso der Tod eines nahen Menschen kein Unglück mehr ist, der über dich herrollt. Es ist einfach eine Aufforderung des Lebens, einerseits Abschied zu nehmen, loszulassen, auf der anderen Seite aber auch in größerer Tiefe auf den eigenen Kurs zu schauen. Und ja, tatsächlich, wenn heute der letzte Tag meines Lebens wäre, würde ich heute mein Coaching machen, würde heute meine Klienten bedienen. Ich würde vielleicht keine Werbung mehr machen, weil die keinen Sinn ergibt. Aber ich mache heute Werbung, weil ich davon ausgehe, dass es noch länger geht. Und wenn du dem Tod ins Auge schauen kannst und sich in dir nichts mehr rührt, wenn du sagst, okay, hallo Tod, schön dich zu sehen, ist es soweit. Wenn du das kannst, dann hast du auch keine Ängste mehr. Zumindest keine, die dich hindern würden, die Schritte zu tun, die du vernimmst, die zu tun sind. Und zwar auch dann, wenn dein gesamtes Projekt scheitern wird. Du wirst es in einen Triumph verwandeln, weil du einfach aus dem Scheitern lernst und dann weißt, wie du es richtig machst. So simpel
ist es.